Hey, wir sind Torge und Justine, wir studieren Alte Geschichte an der Universität Hamburg. Wir wollen heute über erfolgreiche Referatsvorbereitung sprechen und wollen dabei zeigen, wie wir persönlich vorgehen. Das erste ist natürlich immer die Recherche. Ich lese mich in ein Thema ein und schaue dann bei Fachlexika wie dem neuen Pauli nach, überlege mir dann, was am spannendsten ist und worüber ich mein Referat genau halten möchte. Für mich ist der Anfang immer der schwierigste. Ich würde gerne mit einer Forschungsfrage anfangen, damit ich einen roten Faden habe, aber meistens finde ich einfach keine. Ich habe das Problem, dass ich im Katalog der Stabi zu wenig Literatur zu meinem Thema finde. Wo suchst du zum Beispiel danach? Ich wende mich zuallererst an die Fachbibliografie Gnomann, in der ich systematisch bibliografieren kann. Ich fange meistens mit Neuen Pauli an oder ich gehe nach einem Schneeballsystem vor, das heißt, ich gucke da auf die Literaturangaben der Lexika. Und wenn ich alles, was ich gefunden habe, im Stabi-Katalog gegenchecke, komme ich da meistens auf gute Treffer. Der nächste große Punkt ist dann die Quellendiskussion. Und hierbei habe ich meistens das Problem, dass ich gar nicht weiß, welche Quelle ich auswählen soll. Da gibt es gute Quellensammlungen online, wie zum Beispiel der Perseus oder Thesaurus oder einfach wieder der Pauli. Bei dem letzten Referat habe ich sogar eine Münze behandelt und auch dafür gibt es gute Münzen- oder Inschriftenkorpora. Nächste Station, das Hintergrundwissen zu den Quellen. Das fällt für mich immer am einfachsten, denn da gibt es gute Einführungswerke in die alte Geschichte oder einfach die Podcasts von Immanuel. Damit hat das Referat ja schon ziemlich viel Form angenommen. Was aber noch fehlt, sind die Handouts. Hierbei ist es wichtig, auf die formale Gestaltung zu achten, alle Quellen abzubilden und die Literatur richtig zu zitieren. Zitierhilfen gibt es aber auch im Immanuel. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass man zum lateinischen und altgriechischen Text immer die Übersetzung mitdruckt. Und wenn das alles steht, ist der letzte wichtige Punkt, ob man eine Präsentation hält oder nicht. Ich richte meistens eine Präsentation ein. Ich finde, dass das die Struktur des Vortrages unterstützt und das ganze Thema anschaulicher verpackt. Die alte Geschichte ist außerdem ein Fach, in dem es sehr viel Bildmaterial gibt, was wir auch benutzen sollen. Ich mache das etwas anders. Da ich viel mit Quellentexten arbeite, drucke ich sie aus und brauche in den meisten Fällen keine PowerPoint mehr. Egal wie man es angeht, die drei Sachen, die immer dabei sein müssen, sind das Quellenverzeichnis, die Literaturliste und die Bildbelege. Genau, und das Wichtigste beim Referat ist ohnehin, dass man nach all den Vorbereitungen immer noch frei über das Thema sprechen kann. Das bringt dann auch die Routine. Aber klar ist, je besser man sich vorbereitet, desto weniger aufgeregt wird man sein. Ja, das waren unsere Tipps für eure nächsten Referate. Wir hoffen, es hilft euch weiter.